Meine lieben Mitbürgerinnen und Mitbürger, was war gut im letzten Jahr? Nicht viel. Was wird 24 besser? Gar nichts. Ja, ist so, gute Vorsätze am Arsch. Und ja, ich habe hier schon Friedrich Merz stehen, obwohl der hier noch Kanzler ist. Aber wer glaubt denn, dass die Ampel noch lange hält? Aus ihrem tollen Koalitionsvertrag können sie eigentlich Konfetti für Karneval machen. Streit, Gezicke, keiner gönnt dem anderen was. Unsere Regierung ist wie die Assis im Sommerhaus der Stars, nur ohne Tattoos. Und Olaf Scholz sagt einfach gar nichts mehr. Mittlerweile kommen Mönche aus den buddhistischen Schweigeklöstern, um sich bei ihm weiterzubilden. Die FDP blockiert alles, wie so ein nerviges Kind, das nicht mehr mitspielen will. Und Robert Habeck kriegt allein den kompletten Hass der Wähler ab. Warum? Das ganze Jahr haben alle so getan, als käme er persönlich durchs Kellerfenster, um die unschuldige Ölheizung brutal rauszureißen. Voll unfair. Sein ganzer jungenhafter Charme ist weg. Hier, der Robby direkt nach der Wahl. Und heute? Man möchte ihm spontan 2 Euro für ein Eis in die Hand drücken. Ja, 2 Ampeljahre sind 14 Menschenjahre. Und die Union hat auch keine Ideen. Die schreien nur nach Neuwahlen. Hab aber keinen Bock auf Neuwahlen! 2024 wird sowieso das Jahr der Horrorwahlen. Im März lässt sich Putin zum 5. Mal als russischer Präsident wählen. Ab November frisst Donald Trump vielleicht wieder Cheeseburger im Weißen Haus. Gott stehe uns allen bei. Und bei uns wird die AfD möglicherweise stärkste Kraft bei den Wahlen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen. Heißt, in diesem komischen Waldgebiet, das ich warum auch immer Bundesland nennen darf, wird dann eventuell Bernd Höcke Ministerpräsident. Ein gelernter Faschist und erfolgloser Sportlehrer, der nicht mal Ossi ist. Und kann mir mal irgendwer erklären, warum jetzt auf einmal junge Menschen AfD wählen? Bei der Bayernwahl hatten die den größten Zuwachs bei den 18- bis 24-Jährigen. Könnt ihr bitte Dosenbier trinken und rumvögeln wie normale Menschen in eurem Alter? Und wieso pöbeln Leute, die 50, 60 Jahre jünger sind als ich, gegen Israel? Kein Haar am Sack, aber mir erklären, dass es jetzt auch mal gut sein muss mit Hitler. TikTok tötet offensichtlich doch Gehirnzellen. Vergesst das Wahlrecht ab 16. Wir brauchen Wahlrecht ab 60. Aber egal, bald übernimmt sowieso die KI den Planeten. Wir haben es lange mit menschlicher Intelligenz versucht. Das lief so mittel. Jetzt kommt halt die künstliche Intelligenz. Keiner weiß mehr, was wahr ist und was gelogen. Hier, das berühmte KI-Bild vom Papst in der Daunenjacke ist natürlich nicht echt. Das war ich. Ostern in Rom. Ich wollte eine Jacke, die optisch schlank macht. Mein Vorschlag? Die KI wird Bundeskanzler. Schlechter regieren als der echte kann die auch nicht. Aber es gibt auch ein paar gute Nachrichten. Die Ampelparteien haben sich auf einen Gesetzentwurf zur Legalisierung von Cannabis geeinigt. Der Besitz von Gras soll zu Hause dann erst ab 60 Gramm strafbar sein. 58 Gramm, geil, der Januar ist gerettet. Und eins ist mir noch wichtig im neuen Jahr, ich gendere jetzt. Und zwar nur, weil Markus Söder das in Bayern verbieten will. Ein frohes neues Jahr, liebe MitbürgerInnen. Und natürlich auch außen. So, 35 Gramm hab ich noch. Ist das nicht wundervoll? Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Ihr seid wirklich die Besten. Und wenn ihr so lieb wärt, abonniert doch einfach noch unseren Kanal.
oder auch nicht. Ihr seid eures Glückes Schmied. Ach. Ach.